Moin, jo, ja, ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit für ein kleines EDC-Video. EDC aktuell, was ich so am Mann habe, gibt ja doch viele Dinge, die ich dauerhaft trage, aber auch bei mir findet immer mal eine kleine Rotation statt und ich finde zumeist EDC-Videos sehr, sehr spannend, immer wieder cool zu sehen, was andere Leute tragen, um sich ein paar Inspirationen zu holen, um neue Gegenstände kennenzulernen. Ich schaue mir das gerne an und ja, ich habe jetzt auch ein paar neue Sachen am Start und die zeige ich euch mal. Fangen wir mal erstmal mit dem Handy an. Ganz normales Smartphone, da brauche ich nichts weiter zu sagen. Lassen wir mal schön die Sonne einfangen. Dann habe ich meinen Schlüssel, der immer dabei ist. Mein Aufpasser, der immer gut auf meinen Schlüssel aufpasst. Ein Sanremo-Karabiner, ein kleines Victorinox, eine kleine McArmy ist mit dabei. Und das kleine Titan-Cremer. Tool, ein Flaschenöffner, ein kleiner Schraubendreher. Jo, alles an der Schlüsselkette wird hinten links in der Hosentasche getragen. Dann unverändert dabei der Böker Kaliber 50 ist das. Aluminium, Bajonettverschluss. Hat sich bei mir absolut, absolut bewährt, dieser Stift. Schon ziemlich, ziemlich lange mit dabei. Die zweite Mine mittlerweile drin, aber die erste hat doch recht, recht lange gehalten. Saubere Verarbeitung, Bajonettverschluss, funzt super. Und ich hatte auch noch kein Problem mit dem Clip. Hält bombig. Cooles, cooles Teil. Wenn ich das Teil mal verliere oder es kaputt geht, ich bin mir ziemlich sicher, den werde ich durch ein selbiges Modell wieder dann, ersetzen. Taschenlampentechnisch bin ich ein bisschen mit schmalerer Brust unterwegs als sonst. Ich habe eine McArmy mit dabei, ein sehr kleines, kompaktes Modell, allerdings mit Clip. Jo, ungewohnt, so eine Taschenlampe hatte ich bisher noch nicht mit dabei, macht aber anständig Licht. Eine Vorstellung wird demnächst auch noch mal kommen. Schickes Teil, hat noch eine kleine Signalwirkung, wenn ich jetzt 3 Sekunden drauf drücke, so um die 3 Sekunden waren das, dann kommt ein Alarmsignal, ich glaube so 110, 120 Dezibel laut. Dezibel, ziemlich, ziemlich fieses Geräusch, um zum Beispiel Angreifer abzuwehren. Jo, von dem Clip bin ich ziemlich begeistert. Dadurch, dass das Ding nicht so breit aufbaut, ihr seht schon, ich verfalle jetzt wieder. Taschenlampen machen mir aktuell echt, echt Spaß. Ich werde meine Meinung dazu dann beim Video abgeben. Auf jeden Fall, das ist das Modell SGN7 von McArmy. Gefällt mir das sehr, sehr gut. Cooles Teil. An Messern habe ich mit dabei das Victorinox. Kompakt. Ja, tolles, tolles Teil, toller Helfer. Kann man immer, immer gebrauchen. Dann noch mit dabei, das war's von CRKT. Jetzt auch schon recht lange Zeit bin ich sehr, sehr überzeugt von diesem Modell. Sowohl von der Fieldstrip-Technologie, wie auch von der Performance, vom Schneidverhalten. Geiles, geiles Teil, gefällt mir sehr, sehr gut. Und zu guter Letzt ebenfalls mit am Mann, jetzt seit 3 Wochen ungefähr, nicht ganz. Dieses Modell hier, mein neues Heidi Blacksmith. Wunderschöner, wunderschöner Stachel. Ja, ich kann nichts anderes sagen, außer dass ich Heidis Linie einfach, einfach liebe. Das sind herrliche, herrliche Messer. Sehr, sehr, sehr geiles Teil, sehr geiles Messer. Jo, im Großen und Ganzen, außer, meine G-Shock, die habe ich momentan immer an, war es das dann auch. Ja, das ist mein EDC-Gerödel, was ich gerade so mit dabei habe. Würde mich freuen, wenn ihr mal wieder ein Feedback in den Kommentaren abgebt, was ihr so mit dabei habt. Finde ich ja immer interessant. Alles klar, das war's dann auch von mir. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.